So. Und weiter geht es. Wir starten Witcher 3. Ich weiß, ihr seht jetzt erstmal nur schwarz. Ich werde aber wahrscheinlich bald dennoch nochmal eine Pause machen, weil ich noch nicht weiß, was ich essen will. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich. Es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie könnten von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. So, damit sind wir hier im Menüfenster für Witcher 3 Wild Hunt. Ich muss hier natürlich einmal kurz in die Einstellung reingucken. Oh Gott, das ist immer schnell. Huch. Ich werde Musik einmal leiser machen. Bei 50 reicht. Wenn es zu leise oder zu laut sein sollte. Dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Bitte einmal auch auf 55. Deutlich besser.
Ja, ich werde tatsächlich mit Maus und Tastatur spielen. Ja, automatische Speicherung ist gut. Bearbeitung. So, ich denke mal, sollte passen. Sprache, Untertitel, Text. Super. Gut. Dann werden wir gleich mal starten. Dann starten wir mal direkt. Ja, die DLCs wollen wir natürlich noch nicht spielen. Wir machen von vorne. Wir spielen auf normal. Tutorials ein. Und Spielstand aus Witcher 2 importieren. Das wäre dann, warte mal, das letzte war hier. Glaube ich. Leicht eklig.
Hallo Stormbringer. Ja, wir haben Witcher 2 gerade beendet. Vor gut einer halben Stunde. Und fangen jetzt mit Witcher 3 an. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Vesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Wir haben uns geeinigt. Tatsächlich. Wobei ich mit mir gerungen habe, aber... Nach einem ausführlichen Gespräch dachte ich mir, dass ich Leto einfach laufen lasse. So, willkommen beim Tutorial. Ja, sehr schön. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Wunderbar. Ist das schnell genug für mich? Doch, ich glaube. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. In der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Ich glaube, jetzt ist das erste Mal, dass wir Yennefer richtig sehen. Gut, das da oben sieht ähnlich aus wie Teil 2. Ich finde die Minimap etwa sehr groß. Gut, ihr seht die Minimap nicht davon mal ganz abgesehen, aber ich finde es doch etwas wuchtig. Naja. So. Huch. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Das hier ist irgendetwas. Ich weiß, dass ich mich jetzt im dritten Teil zusammenreißen muss, was das Sammeln angeht. Ich weiß, ich hatte in Teil 2 schon Probleme, aber... Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. So. Ja. So, was gibt's denn noch alles? Ihre Kleidung auf jeden Fall begutachten. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Das erste Mal, dass wir richtig mit dir reden. Ich weiß nicht, ich finde die Maus, glaube ich... Okay.
Meinst du jetzt die Frau hier? Das ist ja Yennefer jetzt. Oder was meinst du mit Triss? Ich weiß auf jeden Fall, dass mir Triss gerade fehlt. Ich mag Yennefer nicht. Hast du Teil 1 gespielt? Ja. Teil 1 habe ich gespielt. Ich spiele gerade alle drei Teile quasi hintereinander weg. Im Februar hatten wir mit Witcher 1 angefangen. Jetzt im März Witcher 2 und jetzt direkt noch Witcher 3 hinten dran. Ja, ich sehe besser nach Ciri. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Es ist aber jetzt noch weit vor den Ereignissen aus Teil 1, oder? Wie ist Witcher 1? Also an sich ist Witcher 1 echt cool. Allerdings muss man sich sehr an das Kampfsystem gewöhnen. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Es hat auch den einen oder anderen Bug. Ist jetzt nicht besonders schlimm. Also da gibt es schlimmere Bugs wie in Witcher 2. Aber ansonsten storytechnisch 1A. Grafisch ja gut. Ist von... Oh Gott, 2007, glaube ich. Und halt das Kampfsystem ist halt nicht so ganz up-to-date. Das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich erstmal da ein bisschen reingefuchst hat, dann geht es. Also ich war positiv überrascht. Ich spiele es jetzt privat sogar noch ein drittes Mal. Jetzt leider nicht auf Xbox. Nee. Nur für PC, soweit ich mich entsinne. Da ist noch was. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Ist doch nur Parfüm. Gucken wir mal nach draußen. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Okay. Ich sehe es bei mir gerade das allererste Mal auf diesem neuen PC und ich find's toll. Aber schön, mal wieder in Kaer Morhen zu sein. Waren wir in... Lur? Warte. Doch, im ersten Teil waren wir. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Na was? Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Wunderbar. Kann ja schneller gehen. Ich kann wild zu springen, das ist ja schon mal was. Ich würde gerne rennen. Ich darf nicht rennen, schade. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Wie soll ich dir denn die Grafik zeigen? Was? Zeit aufzustehen. Bei mir sieht sie anders aus als bei... Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Oder meinst du Witcher 1? Sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel?
Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Der dritte Freund können keine Hexe werden. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir, deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fängst, vielleicht. Ah. Okay, das ist Ciri. Ach ja, stimmt, wurde ja auch gesagt. Ich habe von Ciri tatsächlich gerade nur noch das Bild aus der Serie im Kopf. Ist ja ewig her, dass ich Witcher 3 überhaupt mal gespielt habe. Was habe ich dir übers Atmen und auch noch nie durch. Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Halt. Gut, Geralt springt einfach. Geralt wollte nichts. Nein! Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Nein, ein paar schon. Ich bin schon auf Teil 3. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Ich kenne, glaube ich, nur die ersten 2 oder 3 Spielstunden von gewonnen. Teil 3. Die Serie ist geil. Also die Serie ist echt top. Oh nein. Wesemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Also ich kann dir die Serie nur empfehlen. Macht echt Spaß. Haben sie super umgesetzt. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir.
Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Die Grundlagen wären doch ganz nett. Da sich bisher jeder One-Shotter anders gespielt hat, ich würde gerne... Ich bin kein Fan von Tutorial, aber in dem Fall schon. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Hey Warmaster, schön, dass du reinschaust. Ja, Tutorial. Ist diesmal für mich sehr wichtig, weil ich kenne jetzt zwei Versionen von Ultra. Also einmal Teil 1 und Teil 2. Ja, ich brauche ein Tutorial, um zu wissen, wie ich kämpfe. Das wird sonst nichts. So, der Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide. Eins aus Silber gegen Monster. Das ist gleich geblieben. Jede Hexe beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie, die sogenannten Zeichen. Sie sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexeausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingen, Öl und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Okay. Drücke 1, um ein... Oh Gott. Drücke Y, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deinen Angriff darauf. Vielleicht sollte ich doch mit mit Controller spielen, aber dafür ist es jetzt, glaube ich, etwas zu spät. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Okay. Schlechte Idee. Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Nie den Ellbogen ich halt gedrückt halt. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Was zum Kuckuck treibst du da? Ich versuche zu kämpfen. Zeitverschwendung. Genug. Ja, aber Umschalt funktioniert nicht. Ich drücke auf Umschalt. Ja, ich drücke aber auf Umschalt. Da passiert nichts. Ich drücke auf Umschalt. Was passiert nicht? Was zum Kuckuck treibst du da? Hast du genug? Es steht nur, dass ich es nicht tun kann. Genug. Nimm die. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Was zum Kuckuck treibst du da? Ja, wie gesagt, ich versuche zu kämpfen. Zeitverschwendung, genug. Los! Wie gesagt, er will nicht. Ich drücke auf Umschalt. Gerald. Also weiter auf Umschalt geht nicht. Zeitverschwendung, genug. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Hör auf zu prahlen, Gerald. Kann ich das nicht irgendwie umändern? Ja, das ist auch sehr sinnvoll, ne? Umschalt. Angriffstyp wechseln. Ja. Ich kann es auch nicht ändern, ne? Das ist nicht versteckt. Jetzt ist er auf Umschalt links. Ich glaube, ich habe das jetzt nirgendwo anders weggenommen.
Boah, das ist der Grund, warum ich Controller lieber habe. Weil ich so definitiv besser... Weil mich... Pass auf, wenn ich das jetzt... ich da auch alt mache... Okay, nee, diesmal ist es wieder weg. Sehr schön. Okay. Hier geht jetzt einfach wegen Silberkiefer fliegen musst. Eben ein Silberschwert, du kannst Silber. Ja, richtig. So. Jetzt funktioniert das auch. Ja, kein Wunder, dass das eben nicht geht. Position, Siri. Denk an die Beinarbeit. Ja, klar. Ausweichen habe ich jetzt natürlich nichts, ne? Weißt du, man hat schon eine komplette Tastatur hier und man muss trotzdem alles einstellen. Ausweichen. Ja, was mache ich denn jetzt für Ausweichen? Warte mal. Ganja wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Wer will nochmal? Ich muss auf jeden Fall die Taste dafür ändern. Sicherlich so. Ja, abrollen ist schon besser. Das funktioniert. Wenigstens. Siri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attacke. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter, Schlag gegen Schlag. Oh. Los, auf sie! Das wird wieder lustig. Okay. Ja, tänze da nicht rum. Mach. Ja, manchmal macht das, manchmal macht das nicht. Warum machst du es denn nicht? Ich hasse Kontern. Aua. Warum macht das denn jetzt mehr auf den Kopf? Warum kann ich das nicht? Dafür kassiere ich aber hier. Oh, schon. So, junge Dame. Yes. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. So, und was soll ich jetzt drücken, um den Schnitt? Zugriff. Gut, das war das. Treibst du da? Die Frage stelle ich mir auch gerade. So, wie öffne ich den Schnellzugriff? Wozu hat man eigentlich... Oh. Mausrad. Das ist doch nicht wahr. Ja, was ist denn noch in der Nähe? So. Siri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Vielleicht stützt sich vor Schaden. Effekte. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Jop. In der Tat. Geralt. Na los. Entschuldigung. Siehst du das, Siri? Art wirft alles und...
Oh Gott. Zeit für Axi. Das ist eine sehr gute Frage. Flucht, ich hasse dieses Gefühl. Ich glaube 2014. 2015. 2015. 18. Mai 2015. Hör auf zu prallen. Ja, in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben. Wo ich dir über den Weg gelaufen bin. Was zum Kuckuck treibst du da? Achso, Axi. Nee. Das war eines der Spiele, die dein Bruder so hoch gelobt hatte damals. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Das Gute ist, ich kann das Spiel jetzt auf den höchsten höchsten Auflösung spielen. Huch. Warte, was soll ich machen? Wirklich Jürgen. Nein, Jürgen! Ah, lass mich hier raus. Ich komme da sofort nicht klar. Was siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Ich wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Okay. Weiterhin, wie das ist. Ja. Nach Teil 3 gibt es keinen weiteren Teil vorerst. Oh. Das Kampf-Tutorial ist jetzt vorüber. Oh Gott sei Dank. Du kannst nach Belieben mit Wesimir weiter trainieren. Bitte nicht. Gut. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Alter, vorhin haut der mich erstmal noch. Ja, so ein bisschen. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Das Schlimmste, das meiste sound sowas von leise. Und mal ist es mega laut. Nicht gut abgemischt. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Ich würde sagen, er zieht Tochter. Ciri ist eigentlich eine Prinzessin aus dem Königreich von Cintra. Alles klar. Wird in den Büchern näher erklärt. Mhm. Ihr Königreich wurde aber von Nilfgaard angegriffen. Das zu erklären würde. Niedergebrannt. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Sehr gut, jetzt kann ich nämlich besser erklären. Und sie ist das Kind der Prophezeiung, glaube ich. Oder das Kind der Überraschung. Weil Geralt irgendwann irgendwem das Leben gerettet hat und ja, dann, wenn man halt irgend so einen Satz da sagt,
ja, gib mir das, was du nicht erwartest, von dem du noch nicht weißt, dass du es mir später gibst. Dann kriegst du halt irgendwas irgendwann zu irgendeiner Zeit. Ist jetzt blöd formuliert, blöd erklärt, aber ich weiß nicht, wie ich das spoilerfrei irgendwie erzählen kann. Und ja, dann wurde halt Siri quasi geboren. Irgendwann wurde das Ganze da angegriffen. Wird halt auch in der Serie gezeigt und die musste halt, ich glaube, Geralt finden. Und die, er und Yennefer haben sie dann quasi aufgenommen. Also eigentlich ist Geralt auch nicht mit Triss liiert in dem Sinne, sondern eigentlich eher mit Yennefer. Da er sich aber aufgrund der Geschehnisse aus Witcher 1 und 2 nicht erinnern konnte und erst in Witcher 2 seine Erinnerung wiedererlangt hat und ich Yennefer nicht mag, habe ich halt mit Triss angebändelt. Und hier geht es jetzt halt größtenteils ja. Oder eben halt darum, dass Yennefer da mit war. Also eigentlich ist es Geralts und Yennefers Adoptivtochter, Ziehtochter, wie auch immer man das sehen möchte. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ich weiß, das ist es nicht. Du hast ihre Spuren gesehen. Sie reitet pausenlos im gestreckten Galopp mit halsbrecherischem Tempo durch die Wildnis, über verwüstete Schlachtfelder. Hat es eilig, irgendwo hinzukommen oder vor irgendwas zu fliehen. Es sieht so oder so nach Ärger aus. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in Schwierigkeiten wäre. Ja. Wie gesagt, auch auf den höchsten Einstellungen. Hofintrigen hier, dank meinem super tollen Rechner, Spieber. Weiß nicht. Und auf dem Monitor nochmal extra. Alles ruhiger wird, also nochmal besonders zusammen sind. Geil. Jedenfalls für eine Weile. Ruhig mit Yennefer. Viel Glück. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum? Nein. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen.
Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die, die er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen sollst. Okay. Hallöle. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Hör auf. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Okay, das interessiert uns nicht, darauf spielen wir nicht. Essen und Trinken kannst du auf Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Okay. Ja, stimmt. Das Kind der Überraschung. Jetzt, weiß ja wieder, wie es heißt. Kann ich das Interface kleiner machen? Das geht mir sowas von... Größer Spielanzeige. Danke. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das nimmt jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm ein. Alter, das wäre mir aber auch auf den Keks gegangen. So, und es geht schon wieder los. Ich und sammeln. Ach, du grüne Neune. Warte. Und wie kann ich... Nein. Wie kann ich... Nein. Ja, wenn du im Handel bist, schon zu sehen willst, welche Komponenten oder Zusätze dir noch für ein Rezept oder Schema fehlen. Wähle eins aus und führe die Aktion Anheften durch. Okay, wenn du ein Handwerksschema oder ein alchemistisches Rezept anheftest, deine Liste aller zur Herstellung des Gegenstands erforderlichen Komponenten oder Zutaten im Handelsfenster angezeigt. Das hilft dir, den Überblick darüber zu behalten, was noch fehlt. Okay. Öle. Nekrophagenöl. Ja, hebt eine Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränke vollständig auf. Beine. Katze. Okay. Ja, das ist wie hier. Sonst bin ich nicht. Oh Mann! Ach, das ist wieder dieses. Okay. Wenigstens kann ich mittlerweile was mit den Begriffen anfangen, weil ich von Teil 1 an jetzt mit jedem dieser Sachen vertraut war. Okay, Doppelklick auf eine Uhrzeit, um festzulegen, wie lange du dich ausruhen willst. Ich finde das mega cool. Das ist nicht euer Ernst. So. Hi, Plötze. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat? Hexe sind meistens unterwegs in erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler und hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Gerard sich unterwegs stets auf seinem Pferd Plötze verlassen. Drücke X, um Plötze zu rufen. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann?
Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Warte mal, ich muss das woanders hinlegen. Oder kann ich... Auch lebendige Menschen fressen? Das, nein, so kann er war ich. Bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Also, wenn die Ausdauer deines Pferdes erschöpft ist, kannst du nicht mehr galoppieren. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radowitzreich, meinst du? Temerien und Eddern gibt es nicht mehr. Radowitz hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Ja, lieber Radowitz als... den anderen Quatsch. Tachchen. Ein Greif. Ja, ich glaube ein Greif. Ein Greif, das einfach mal das Pferdchen mitnimmt. Ist er weg? Ja. Komm raus. Du musst passenderweise angreifen. Oh. Gott, das war knapp. Pferd gegriffen. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Mhm. Oh, ist schicker Topfschnitt. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben. Wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, du hast nichts, nachdem dein Wagen zerstört wurde, deswegen. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Ja, auf den Schnaps konnte ich auch. Eigentlich auch nichts gegen. Apropos, wir haben jetzt ja schon eine ganze Weile nicht gespeichert. Oh ja, warum kann ich denn jetzt hier nicht speichern? Tastung, das Menü zu öffnen. Warum kann ich eigentlich nie was mit meinen Seitentasten machen? Kann ich speichern? Jetzt kann ich speichern. Spielstände, die mit dieser Version des Spiels erstellt wurden, sind nicht mit älteren Versionen des Spiels kompatibel. Ja, okay. Plätze? Weiter so, Plätze! Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen sieht auch. Aber schon geil im aus. Im Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben.
Besiedelte Gebiete, du nennst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstähle nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Okay. Dann finde ich richtig cool, geben wir Gegner in die Tiefe. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich kenne einige Spiele, in denen das tatsächlich Teil ist. Pizza! Ja, Pizza! Danke! Danke! Oh, richtig geil! Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Jetzt verstehe ich das Ding nämlich auch. Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Jetzt verstehe ich die Stelle nämlich auch. Du kannst mich mal. Weil Nilfgaard es überrannt hat. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Ja. Liegt an den Umhängern und an den zwei Schwertern. Und bei Geralt noch, weil er halt weiße Haare hat. Und das hat scheinbar sonst keiner. Also nicht alle Hexer haben weiße Haare, aber bei Geralt ist das halt der Fall. Und Geralt ist allgemein bekannt. In den Büchern, wie glaube ich auch jetzt hier in den Spielen, hat er den Titel Schlechter vom Blaviken. Wird dann aber auch in den Büchern näher drauf eingegangen. Das möchte ich hier jetzt nicht so ungern erläutern. Wenn ich weiß, ob es Leute gibt, die das vielleicht noch nicht kennen. Beziehungsweise sich nicht spoilern lassen wollen. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch Dialogsoption mit X wird das Gespräch beendet. Ja. War mir eigentlich fast klar. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst.
Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Hast du nicht ganz unrecht. Danke für alles. Oh, eine Katze. Ich will die Katze streicheln. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja. Wir niemals. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Gut. Dann labern wir doch mal mit den Leuten hier. Wird bestimmt interessant. Ihr habt wahrscheinlich nichts zu sagen. Ich denke mal, das geht hier wieder. Wer Namen hat, der hat was zu sagen. Wer nicht, der nicht. Nochmal. Es gibt vier Farben. Vier was? Farben. Katze. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre Katze. Bildkarten. Nein, lauf nicht weg. Spezialkarten. Willst du nicht lieber Pik spielen? Bis du das Spiel in den Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Warum mag mich die Katze nicht? Warum? Habe ich doch gar nichts getan. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Das klingt ein bisschen falsch. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Yennefer von Wengerberg? Mhm. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Mhm. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Scheinbar ja. Ja, stimmt. Wobei, wenn die Frau jetzt gerade mal nicht so angenehm riecht, bin ich mir nicht sicher, ob das ein wirklich positives Gespräch wäre. So. Ja, ich suche die und die Frau. Die riecht ein bisschen nach alten Apfeln, aber... Ja, passt. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe?
geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Ja. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Der trunkene Wolf von nebenan. Es sind Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Hier, wo auch immer er hin verschwunden ist. Was hat diese blöde Katze gegen mich? Ich habe ihr nichts getan. So. Ich werde jetzt einmal ganz kurz speichern. Werde dann gleich nochmal in Ruhe 2-3 Stücke essen. Den Rest bewahre ich mir dann für heute Nacht auf. Ich werde ja noch ein bisschen hier rumhocken. Und ja, dann bin ich gleich wieder da. Weil dann kann ich nur noch mal kurz ein bisschen was schnabulieren. Ab seit, ich glaube, 10 Uhr. Ah ne, zwischendurch einen Joghurt habe ich gegessen. Aber sonst nicht großartig für heute gegessen. Deswegen, ich habe Kohldampf. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns hier auf jeden Fall gleich wieder. Ich speichere lieber nochmal. Sicher, sicher. Und komme ich hier raus ohne... Ja, komme ich. Also, bis gleich.